So, liebe Freunde von Mi Piace, ich bin hier in der Nähe von Genua in einem wunderschönen Hotel, im Hotel Pagoda untergebracht. Sinn und Zweck meiner Reise ist nicht nur Ligurien, obwohl Ligurien immer eine Reise wert ist, insbesondere auch in der Off-Season, wenn noch nicht so viel los ist. Der Grund meiner Reise ist die Präsentation der brandneuen Piaggio Medley, die in zwei Modellvarianten kommt, in der Standard-Variante und in der S-Variante, die sich in den Farben primär unterscheiden. Rote Applikationen, grau beim Sportmodell, gedecktere Farben beim Standardmodell. Neu gekommen sind bei beiden Modellen die komplette Front, die Felgen sind neu, vorderer Kotflügel. Verbessert wurde außerdem das Platzangebot des Rollers, tiefer Durchstieg beim Roller. Besonders interessant ist natürlich das Gepäckcompartment, das mittlerweile zwei Integralhelme, und wir haben es ausprobiert, mit XL-Helmen aufnehmen kann. Also Platz hat dieser Roller absolut genug. Bevor wir zum Fahrverhalten kommen, Motor, möchte ich hervorheben, dass die Sitzhöhe bei der Medley unter 80 cm ist. Das heißt, man kommt auch, wenn man nicht so groß ist, mit beiden Beinen locker auf den Boden. Sie ist sehr, sehr leicht zu rangieren. 136 Kilo trocken, 144 Kilo im fahrfertigen Zustand sprechen also wirklich für sich. Ein sehr, sehr leicht handzuhabender Roller. Das Handling ist durch das geringe Gewicht also wirklich ausgezeichnet. Auf den Landstraßen, die wir hinuntergefahren sind Richtung Portofino, und ich möchte euch sagen, wenn ihr Zeit habt, nach Ligurien zu kommen, schaut euch das an, nehmt euch einen Roller, fahrt runter Richtung Portofino, ein absoluter Traum. Kommen wir zurück zur Medley. Ich persönlich bevorzuge natürlich die Sportvariante. Schaut einfach total cool aus. Motorisch ist zu sagen, dass es zwei Varianten geben wird. Eine 125er Variante, die natürlich B111 tauglich ist. Das heißt, ihr könnt sie gegebenenfalls mit dem Autoführerschein fahren. Die 125er Variante nutzt die 15 PS Grenze komplett aus und ist dadurch letztendlich wahrscheinlich der schnellste B111 Roller in der Stadt. Gibt es einen Unterschied fahrisch zur S mit 150 Kubikzentimeter? Ja, im direkten Vergleich spürt man doch deutlich die 1,5 PS mehr und ich glaube 3 Newtonmeter mehr Drehmoment bei der 150 Kubikzentimeter Variante. Übrigens zur Frage, warum gibt es eine 125er und eine 150er Variante des gleichen Modells? In Italien darf die 125er nicht auf die Autobahn, die 150er aber sehr wohl. Fahren generell. Bremsen, Hebelei, ein Traum, sportlich straff abgestimmt, aber durch die großen Räder hat man auch keinerlei Komfortprobleme und sicher eine Traumstraßenlage. Sie ist sehr, sehr einfach zu fahren, sie ist sehr schmal, also extrem schmal, würde ich mal sagen. Was es erlaubt, zwischen den Autos in Italien durchzuflitzen, dass es nur so eine Freude ist. Abschließend muss ich sagen, dass dieser Roller sicher ein hervorragendes Angebot ist. Er hat sehr viel Platz, er ist sehr einfach zu fahren, er ist easy im Handling, für die Stadt wahrscheinlich ideal und er hat genug Power, um nicht der Letzte zu sein, der von der Ampel wegkommt. In diesem Sinne, kommt runter nach Ligurien, holt euch eine Medley und schaut euch das herrliche Land an. Bis bald, ciao.